Einen guten Morgen, Leute und Freunde der Wahrheit. Schön, dass ihr dabei seid und herzlich willkommen bei Kommentare zur Politik, eurer objektiven Nachrichtensendung, was ihr sonst so in den Medien leider nicht bekommt, die immer mehr, immer stärker, immer öfters und auch immer in größerer Anzahl beherrscht sind von bestimmten Interessengemeinschaften. Allein die größten Medien in Europa sind von etwa nur 5 Konglomeraten beherrscht. Und die haben bestimmte Agenten, die sie dann immer wieder durchpushen. Klar gibt es viel Wahrheit. Ich empfehle immer, schaut mal so auf den dritten, vierten Seiten oder jetzt sagen wir mal bei Tagesschau oder so weiter, schaut ein bisschen weiter unten oder ein bisschen versteckt. Da sind oft die Sachen, die zählen, wo keiner groß investiert. Aber die Sachen auf der ersten Seite sind in sehr vielen Fällen eine Kampagne. Beispiel Greta Thunberg, aber jetzt auch die Brexit-Geschichte, wie ihr auch übrigens in meinem Community-Tab lesen könnt. Und da ist auch, da ich zurzeit wenig Videos mache, könnt ihr immer bei YouTube auf Community gehen und da seht ihr immer wieder Einträge von mir, die mache ich relativ regelmäßig. Heute geht es mal um ein spannendes Thema und zwar um den berühmten Schauspieler Keanu Reeves. Die meisten kennen ihn von dem Film Matrix, die Matrix, diese 3 Teile und da war er der Neo und in letzter Zeit geistert er immer mal wieder durch die Nachrichten, vor allem allerdings durch die angloamerikanischen Nachrichten. Also wer abends auf CNN schaut, der sieht dann immer wieder den Keanu Reeves auftauchen und es ist wirklich interessant, was hier passiert. Er wird immer wieder, witzeshalber wird er als so etwas wie ein Messias bezeichnet. Er läuft nämlich mit langen Haaren rum, das ist natürlich ein Grund, aber es hat noch viel mehr Hintergründe, deswegen wollen wir uns das mal anschauen, was da los ist. Und zwar ist es so, in den Film Matrix, wer die gesehen hat, ehrlich gesagt würde ich solche Filme heutzutage nicht mehr schauen, weil solche Filme haben auch einen starken Einfluss auf einen, auf die Entwicklung, auf die Dinge, die man mag, die man nicht mag. Und sowieso starke Filme, wie ich öfters mal erzählt habe, und starke Medien, die uns zu Emotionen innerlich stark anregen, die dumpfen uns gleichzeitig ab und es fällt uns schwerer, vor einem langweiligen Buch zu hängen und zu studieren oder einfach mit jemandem, mit der Oma zusammen 3 Stunden einen Kaffee zu trinken. Deswegen rate ich eher ab von solchen Filmen. Aber ich habe das damals geschaut und interessant waren die Parallelen zur Bibel und die Parallelen zwischen Keanu Reeves und Jesus. Und dann haben erstmal viele Christen gesagt, wow, das ist toll, die nehmen da biblische Szenarien auf. Aber vielleicht ist es anders, vielleicht wird das biblische Szenario missbraucht, um hier einen Helden darzustellen. Ein paar Dinge fallen mir jetzt noch ein, obwohl der Film schon 15 Jahre her ist. Zum Beispiel das Schiff, auf dem sie immer waren, oder nein, das Schiff hieß... Ach, ich weiß nicht mehr genau, hieß Moses oder so ähnlich, oder Genesis, genau, also Erschaffung. Und die seine treueste Gefährtin war die Trinity, also Dreieinigkeit. Und der Keanu Reeves dann in einer entscheidenden Szene im dritten oder zweiten Teil, also er wird immer schon als der Messias, irgendwann wird ein Messias auftauchen, der sich von den Robotern befreit und der wurde schon vorher angekündigt, irgendein Messias soll besonders stark sein und dann kam raus, ja, das ist der Keanu Reeves, also der Neo in dem Film. Und dann in einer Schlüsselszene, wo er dann irgendwie alles rettet, da strahlt er dann auf und streckt sich in die Höhe und breitet beide Arme nach links und rechts aus und man sieht ein weißes Kreuz im Hintergrund. Und da ist dann eindeutig die Parallele zu Jesus zu sehen. Genau. Und jetzt scheint dieser Mensch aber nicht einfach im Hintergrund verschwunden zu sein. Und er scheint auch herauszuragen aus den meisten anderen Celebrities, berühmten Hollywood-Persönlichkeiten. Und das zeigt für mich eine Verschwimmung der Realität und der Medien. Und das ist eben das Problem, wieso ich immer vor so krassen Medien eigentlich warne, weil es immer mehr verschwimmt bei den Leuten. Also ein Artikel bei CNN hieß mal, es können, oder wie war es, Keanu Reeves, du musst uns nochmal retten, so in der Art. Und da war dann gerade diese Geschichte mit Me Too, dass ganz viele Frauen sich beschwert haben, dass sie belästigt werden von Männern, was ja auch teilweise nicht immer der Fall war. Und dann eben falsch angefasst und hier mal falsch angefasst. Und dann kamen ganz viel Social-Media-Fotos raus, wo Keanu Reeves mit irgendeiner Frau quasi umarmt oder die neben ihm steht, weil sie ein Selfie will. Aber man sieht, wie er seine Hand da hinten so ausstreckt, so sie quasi nicht berührt, nicht auf die Schulter, nicht irgendwo hin berührt. Und dann halt der Titel, ja, du musst uns nochmal retten, Keanu Reeves, weil er hier so enthaltsam die Frau nicht berührt. Ist nichts gegen einzuwenden, dass er das so macht. Aber es ist schon ein bisschen eine Erlöserfigur, die hier heraufbeschworen wird. Und es ist spannend zu sehen, in welche Richtung das gehen mag. Jetzt hat er vor 2 Tagen eine neue Freundin bekommen und auch hier strahlt er wieder heraus. Denn normalerweise nimmt ein Hollywoodstar eine ganz junge
Frau und er hat eine, die ist nur 9 Jahre jünger, ist also immer noch jünger als er, sieht aber irgendwie 10 Jahre älter aus. Sie hat halt graue Haare und so und dann wundern sich alle, wow, was ist da los? Und hier wird sie beschrieben als eine Frau, sie heißt Alexandra Grant, 46 Jahre, er ist 55. Und es scheint eine Frau zu sein, die Werte hat, die ihm gefallen. Und da steht dann, sie ist ein Künstler, der spiritual, sensitive and kind ist. Also der spirituell ist, sensibel und freundlich. Also das scheint ihm hier wichtig zu sein, als jung und sehr hübsch. Und die Social Media feiert hier mal wieder den Keanu Reeves für seine tollen Werte. Und es kommt noch ein Punkt hinzu. Ein weiterer Punkt ist, wie die treuen Zuhörer meines Kanals wissen, wurde so etwas wie eine Neben- oder neue Religion aufgerichtet. Und zwar die Umweltreligion, wo die Sünde das CO2 ist. CO2 ganz böse, dabei wissen wir aus der Wissenschaft, vor allem jetzt von der Studie vom Max-Planck-Institut, CO2 ist richtig gut für die Pflanzen. Und wir leben gerade in einer Wonnephase der Pflanzen. Die Pflanzen wachsen und gedeihen extrem gut. Die letzten 20 Jahre haben wir eine Fläche von zweimal der USA an Pflanzen hinzubekommen. Teilweise, weil China aufforstet, aber auch in der Sahelzone einfach wegen mehr CO2. Mehr Pflanzen. Mehr Pflanzen heißt mehr Tiere, mehr Bakterien, mehr Insekten, mehr Menschen, mehr Leben. Für alle gut, dieses CO2. Und ein bisschen Wärme ist übrigens auch gut. Das hat man früher genannt, ein Klimaoptimum, in dem wir jetzt leben, weil die Nordhalbkugel tendenziell 1, 2 Grad zu kalt ist, deswegen 1, 2 Grad wärmer ist nur gut. Aber diese Religion wurde aufgerichtet mit dem Klimawandel, ganz böse, und Umwelt. Wobei teilweise die Umwelt noch viel mehr zerstört wird durch diese Ideen, die da von oben kommen, Elektroautos und Bioenergie und so weiter. Und hier wird jetzt beschrieben, der Keanu Reeves, wie gering sein Carbon Footprint ist, also dass er ganz wenig CO2 verbraucht im Vergleich zu all diesen Celebrities, ja, Popstars und Stars in Hollywood, die so viel CO2 verbrauchen und er braucht ganz, ganz viel weniger. Deswegen ist er hier auch ein Held. Hier wird er getitelt als Keanu Reeves, the perfect environmental role model. Also er ist ein großes Vorbild, was das angeht. Er spielt in einer anderen Liga. Und hier steht dann noch: So, how can Keanu Reeves stop climate change? Wie kann Keanu Reeves den Klimawandel stoppen? By doing nothing, indem er nichts tut. Ja, also sie sagen hier, er wird immer berühmter und gleichzeitig verbraucht er quasi kein CO2. Er ist ein super Held. Und da hätten wir es natürlich wieder, wenn das eine Parallelregion ist, die hier aufgebaut wird, und das ist es definitiv mit dem, was Sie sehen, hysterisch. Menschen fallen in Depressionen. Tatsächlich, hier gibt es eine Studie, dass ganz viele Menschen in Depressionen fallen wegen Angst aus dem Klimawandel. Und da wird er hier vielleicht als eine weitere Retterfigur etabliert. Und das alles ist interessant, vor allem wenn man ihn sich ein bisschen anschaut und so. Ich meine, man kann ja auch teilweise Gedanken lesen oder zumindest Reaktionen auf Gedanken lesen in den Gesichtern der Menschen. Wenn man ihn ein bisschen anschaut, dann ist es schon so, dass er jetzt nicht alles ablehnt, wenn jemand ihn so ein bisschen als Messias bezeichnet. Ich habe übrigens einen sehr guten Freund und Verwandten, der hat sein Kind Neo genannt, wegen Keanu Reeves, der ja Neo hieß in Matrix. Und das alles ist interessant, ganz besonders deswegen, weil wenn wir schauen in der Bibel, in Matthäus 24, in der Warnung Jesus, als er die Endzeitrede gibt, die Rede zum Ende der Welt, was da so passieren wird, dann sagt er als allererstes und den fast größten Abschnitt, sagt er: Schaut, dass euch niemand verführe, es werden viele falsche Christusse auftauchen. Christus heißt Messias, also Erlöser. Und Keanu Reeves ist für mich gerade der heiße Kandidat, dass er in so eine Richtung geht. Kann sich natürlich auch wieder abkühlen, aber ich wollte euch darüber informiert halten, denn es ist definitiv ein falscher Messias mit einer eher falschen Religion. Und das war einfach nur mal mein Update zu dem Thema. Ich glaube, dieses Thema wurde so kaum noch behandelt irgendwo in Medien. Also ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Könnt es auch gern teilen. Würde mich freuen. Und ich wünsche euch wie immer ganz viel Freude, Friede, Gesundheit, körperlich und geistig. Erfolg in allem, was ihr tut. Segen und Glück. Wiederhören.